Ja, grüß Gott. Die Milchpreise haben mich ruiniert. Ich kann einen Stall ausmisten, das kann ich, aber sonst kann ich nichts. Ja, meine Traumfrau, das ist nicht so leicht. Ja, ich suche eine Frau, die hat Bombenglocken, ja, so große Euter, ja. Wenn du bist, da eure Sau, bin der Harry und ich brauche einen Job. Ist das gelungen? Rufen Sie mich an. Wiederschauen. Bin ich jetzt auf dem Weg in das Flughafengebäude, bringe ich die Cash-Gelder nach Griechenland zur Beendigung die Finanzkrise für die Rentner, der griechische Rentner. Heute lachen uns die Muselmanen aus Kleinasien aus. Wie kann man unter diesen Demütigungen des prächtigen Sultans von Ankara noch in innere Ausgeglichenheit hinabsinken und in Ruhe meditieren? Und jetzt kommt der Gegner, 32 Jahre alt, Markus. Ach, was soll ich sagen, gell? Gegen einen Boxer zu kämpfen, ist halt gegen einen Boxer zu kämpfen. Da kommt so viel zusammen, Reaktionen, Reaktionsmuster, die Augen kommen auch zusammen, der Kopf duckt sich. So ist das bei einem Kickboxkampf. Lachen wird hier am Ende nur der Sieger. Runter, hoch, runter, hoch, runter. Also, mir mangelt es überhaupt nicht an Kraft, nein, woher? Also, ich bin ja eigentlich per se ein vor Kraft strotzender Typ. Geh schon, komm, Markus, komm. Du weiter, pass rein. Dritte Runde, 10 noch. 3, 4. Das ging nicht mehr und ich hab dann beschissen. Ich geb's ja zu. Nachher, den Schokobur habe ich mir zu Weihnachten auf Amazon bestellt. Den kann man da jetzt günstig erwerben. Dann habe ich ihm noch eine Lederhosen gekauft und ein Hemd, damit er auch ein bisschen wie ein vernünftiger Mensch ausschaut.